Wir schrieben das Jahr 2020 im Monat März. Da fing es mit der Pandemie an. Für viele war es ein Horror gewesen, für andere auch eine Chance, sich neu zu entwickeln. Denn wenn ihr glaubt, Corona hält euch ab, Business zu machen, dann ist dieser Glaube jetzt in Gefahr. Ich denke, Corona ist die Aufforderung dazu, euer Business neu zu gestalten oder auch euch neu zu orientieren und sich neu zu positionieren. Bei mir war es so, der Fall von heute auf morgen musste ich mich komplett in ein neues Abenteuer stürzen und mich neu zu transformieren und orientieren. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Nächte ich durchgemacht habe, bis ich meine Positionierung gefunden habe, was ich heute bin. Habe ich das jetzt hier und heute weitergebracht, wo ich jetzt bin? Ja, es hat mich weitergebracht, wo ich hin wollte. Aber ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin möchte. Dies heute, wo ich jetzt bin, ist nur ein kleiner Schritt für mich, wo ich noch hin möchte. Finde gerade jetzt ist das was Besonderes in gerade dieser Krise, Corona, sich neu zu motivieren, sich neu zu entwickeln, sich neu zu positionieren, ein ganz großes, großes Denken. Ich habe dadurch die Digitalisierung, hybride Prozesse, Remote Sales neu gedacht und auch kennengelernt, wie man diese Prozesse für sich anwendet und auch diese weiter zu delegieren kann. Dies alles habe ich seit Anfang an in der Pandemie mir selbst durch Trainings erlernt und angeeignet. Ihr wollt es immer noch nicht glauben, dass Corona eine Aufforderung ist für euch und euer Business. Aber dann wartet mal ab. Wir haben drei Lockdowns schon hinter uns gehabt und wir befinden uns mittlerweile im vierten Lockdown. Nur dies ist weitgehend kein vierter Lockdown, wohlgemerkt. Es ist eine Andeutung des vierten Lockdowns. Der vierte Lockdown könnte, wenn es so weitergeht, wirklich in Kraft treten. Deshalb empfehle ich euch, schaut über den Tellerrand hinaus und schaut, was und wie ihr euer Business nach vorne bringt. Wenn ihr da Unterstützung benötigt, kann ich euch weiterhelfen. Ich habe nicht nur diese Krise gemeistert und werde sie meistern, sondern ich musste vorher meine persönliche Krise meistern. Und das habe ich geschafft. Dann kam Corona. Diese fucking Pandemie, auf gut Deutsch gesagt, wo ich mich neu finden musste, neu orientieren musste, neu positionieren musste.
Aber auch dies habe ich gepackt und schaffe es. Und meine Bitte an euch, glaubt an euch. Glaubt an euer Business. Erfindet euch neu. Gestaltet euch neu. Orientiert euch neu. Egal, was ihr habt. Corona wird bleiben. Corona wird nie zu Ende gehen. Aber wir müssen alle zusammenhalten. Zusammenhalten für was Neues. Für eine neue Welt. Deshalb, wenn ihr da Unterstützung benötigt, kann ich euch weiterhelfen.